Ja, Mathe im Alltag, die Reihe geht weiter und ja, man kennt's, man kriegt ein Kaufangebot, hier jetzt mal als Beispiel einen Fernseher. Ihr habt das Angebot 1, ihr zahlt 1.500 € sofort und könnt den Fernseher mitnehmen. Angebot 2 ist, ihr zahlt 550 € sofort, dann 550 nach einem Jahr und nochmal 550 nach 2 Jahren bei einem Zinssatz von 10%. Warum so ein zweites Angebot? Ne? Wenn man nicht direkt 1.500 € Cash hat, ne? Dann hat man ja hier sozusagen, ne, weniger am Anfang zu zahlen und leiht sich ja sozusagen Geld. Deshalb haben wir auch eine Verzinsung. Und jetzt die Frage, ist denn das zweite Angebot fair? Da würde dann der sogenannte Barwert interessieren. Wir zinsen jetzt also mal ab. Und wie ist dort dann die Rechnung? Erstmal die, ich sage dann immer die Milchbrötchenrechnung. Ne? Viele rechnen erstmal 550 plus 550 plus 550. Das sind ja insgesamt 1.650 insgesamt. Ihr zahlt natürlich insgesamt mehr, weil ihr euch ja Geld geliehen habt. So, wie komme ich jetzt zurück auf den Barwert? Eigentlich eine ganz einfache Rechnung. 550 € plus 550 geteilt durch 1,1 plus 550 geteilt durch 1,1 hoch 2. Warum das Ganze? Ihr habt ja jetzt hier, steckt ja eine Verzinsung von einem Jahr drin. Und ich habe dazu ja auch schon ein Video gemacht, wie kann man sehr, sehr einfach 10% auf etwas draufrechnen. Stellt euch einen Wert x vor, auf den 10% draufgerechnet werden soll. Das sind dann mal die Rechnung 1, ich schreibe extra 1,10, damit man diese 10% sieht. Und jetzt bei der Abzinsung muss ich ja dann durch 1,1 teilen. Und auf 2 Jahre haben wir eben das Ganze zum Quadrat. Geteilt jetzt eben, weil wir ja abzinsen. Hier käme dann raus 1.504,55 und ihr hättet einen Barwert, der ja in etwa bei 1.500 € liegt, ist also ein faires Angebot.